So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources. Ach, die sind immer noch fleißig am Bauen im Winter. 5. Februar. Oh, ist bald wieder. Der Schnee ist bald wieder weg. Wir freuen uns riesig drauf. Ne, wir freuen uns extrem drauf. Wir hoffen, dass es bald passiert. Dann, hier sind noch keine, logischerweise. Krankenhaus. 90 langt auch, ne? Immer 4 Stück, so. Da brauch, ach, warte mal, wir brauchen auch noch Leute, die ein bisschen intelligent sind, ne? Brauchen wir nicht irgendwie, was haben wir denn sonst hier noch? Technische, medizinische Uni. Technische, die kleine. Die kleine technische, genau. Die, ach, die ist aber auch groß, die kleine, finde ich. Ne, also klein ist anders. Die technische Uni. Ugh, das ist ja wieder mal groß. Unnütz. Wir wollen hier nicht bauen, ne? Nein. Wie ist das denn hier oben? Hm? Hier oben können wir doch wunderbar hinbauen. Kommen wir da überall hin. Mach da mal einen Fußweg hin. Los. Er will nicht. $3,85. Okay. Weißt du was? Wir bauen die Uni hier ins Gelände. Hier in Berg rein. Ich glaube, das hatten wir auch noch nie. Bob, die technische Uni in Berg. Das ist doch auch mal was. So, kriegt ihr denn Wasser überhaupt? Da habe ich gar nicht geguckt. Wasser geht. Wärme geht auch. Abwasser, ah, wunderbar. Strom auch? Vielleicht? Ne, Strom ist noch. Ach, Strom haben wir noch gar nicht, ne? Stimmt. Wir haben noch keinen. Ach, du Himmel. Doch, warte mal. Strom muss doch schon da sein. Ich glaube, wir haben doch schon eine Leitung gelegt oder was? Oder wie hier wird. Nee, scheint nicht so. Wieso das denn nicht? Ach, wir hätten schon wieder keinen Strom hier gemacht. Meine Güte. Wir brauchen Saft. Wir brauchen Saft in den Laden. Sag mal, hier so rum, ne? Wir brauchen einen Saftladen. Umspinnen. Wenn wir mal hier ein bisschen Strom geben, ne? So. Und hier drüben vielleicht noch ein bisschen Strom. So. Wird doch gehen, oder? So, die beiden. Hier unten ein bisschen Strom. Bettenkabel dahin. Hier genauso. Wie sieht denn das aus? Jungs, ihr baut ja auch schön gerade hier. Das muss man mal festhalten. Na gut, komm. Hü. So, da Strom hin. Dann haben wir das auch mit. Seid ihr noch am Werk? Legen wir es hier? Also nicht viel los, ne? Die Hälfte, die steht da rum und weiß nicht, was sie machen soll. Das ist alles angefangener Kram hier. Irgendwie nichts fertig. So. Hier auch. Wupp, wir helfen ein bisschen mit hier. Das hier auch. Wupp. Wupp, 90 Rubel. Mein Gott. Das können wir lassen, ne? Also. Ja, bis du soweit bist, weißt du, dann bin ich schon längst fertig hier. Kostet uns 230, das ist eigentlich, ne? Also nicht ein Aufreger wert. So. Und sonst sieht das gar nicht mal so verkehrt aus. Wenn das eigentlich mal endlich mal gebaut werden würde, würde werden. So, die sind am Schneeschieben, die Großen. Das machen sie auch ganz gut. Finde ich wenigstens. Wir brauchen irgendwie Verteilbüros, ne? Da sind wir auch ein bisschen mager drin. Die sind unterwegs, ne? Die sind am Schuffen wie die Großartigen. Und die hier, die puppeln in der Nase rum. Jungs, ist die Kaffeemaschine kaputt? Kann das das sein? Was? Kann es das sein? Ist das euer Problem? Hier, mal alles fertig machen. Komm, Hüot. Ran an die Buletten, Freunde. Ja, siehst du, jetzt könnt ihr über den Schweiß in den Laden hier.
Naja, sende keine Ressourcen. Ich weiß. So weit sind wir ja noch nicht. Wir müssen erstmal sehen. Hm. Leute. Was uns auch fehlt, fällt mir gerade auf. Wir haben gar keine. Warte. Kein Fahrzeugdepot. Wir brauchen noch ein Fahrzeugdepot. Ganz wichtig. Ich will das dazwischen haben. Danny, wir hatten lange keine Seilbahn, oder? Nee, stimmt, wir hatten lange keine Seilbahn mehr. Da müssen wir auch mal ran. Seilbahn bauen. Durchs Flachland. Haben wir auch schon nicht gehabt. Genau. Hier unten eine Seilbahn hinbauen. Die Leute mit der Seilbahn da hochschicken. Zur Arbeit sozusagen. Die funktioniert auf jeden Fall auch goldig im Winter. Oh, das, ja, hier. Das wird grün. Oh, ist das nicht schön. Genießt es. Ach, ist. Ah. Schön, sowas. Ah. Das ist das Beste im ganzen Spiel. Wenn der Schnee taut. So. Sag mal, Verteilbüro. Wir haben nur eins, ne? Da oben. Das ist das Einzige, was wir haben. Dann haben wir das Bauamt. Dann haben wir hier einmal so ein bisschen technische Dienstleistung. Die ganzen Wagen kommen zurück. Das ist großartig. Wir brauchen noch Verteilbüros. Erst ganz wichtig auch hierfür, ne? Dass das hier los. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Jetzt steht ja schon alles. Die letzten Wege bis zur Bushaltestelle schafft ihr nicht, ne? Dann müssen wir doch eine Bushaltestelle hier bauen. Nütz ans nix du. Da kommen wir nicht rum weg. Hier muss eine Bushaltestelle hin. Ich meine, ist ja auch ein Stiefel Leute, die hier arbeiten wollen, ne? Ist ja immer nicht einfach so, nicht? Einfach mal sich so, mal so. Wäre ganz cool, wenn es hier passen würde, aber seht ihr selber, es passt nicht. Weil, wer hat die Stromleitung dahin gebaut? Mein Gott! Sonst hätte das gepasst, ohne Probleme. Ich will das dahin haben. Er will und kriegt nicht. Sag mal, wieso ist die Kostendose genauso groß? Wieso ist die denn so? Also das ist ja wieder furchtbar. Das ist ja. Weißt du, da fällt mir. Also, heute nicht. Nee, heute fällt mir da nichts ein. Jetzt passt es. Nee, es passt nicht. Oh, bitteschön, mach doch mal hier. Ja, jetzt. Guck mal, das würde passen. Schön, aber es hilft uns auch nicht weiter, ne? Was ist denn mit der hier? Mach mal. Hü. Wo ist denn das Problem? Ich will da irgendwie. Gebäude kann ich Gebäude rein, weil. Peter. Ah. Ich will das da hin haben. Wieso das nicht? Guck mal, da. Hier, warte, das war gar nicht schlecht. Sekunde, das. Finde den Punkt. Wupp. Optimal. Optimal. Zu scharfe Kurve. Das fängt ja schon mal gut an. Kommen wir denn hier raus? Ja, ich will kurz tun. Das ist natürlich doof. Aber wir kommen hier raus, ne? Da kommen wir doch hin. Ja, Mensch, das ist doch schon mal nicht schlecht. Ich hätte gerne die andere Seite auch nochmal raus hier, ne? Das wäre der Hammer, ne? Aber, na gut. Was nicht ist, ist nicht. Das will er nicht. Nein, er will ja nicht. Weißt du was? Dann machen wir es so. Mir doch Latte. Fahr mal hin, was kostet uns das? Mach mal. So. Dann haben wir einmal sozusagen eine Bushaltestelle für den Verein hier unten. Das machen wir gleich mal fertig, ne? Zack, so. Bushaltestelle für, Stoffwinkel, ne? So, pass mal auf.
Stoffwinkel. Haltestelle müsste davor stehen, ne? So. Haltestelle Stoffwinkel. Was ist das hier oben? Das wäre... Haltestelle... Jetzt fällt mir kein kreativer Name ein. Fällt mir gerade nicht ein. Wofür hat die Bushaltestelle eigentlich eine Stromverbindung? Für die Uhr? Hat die eine Stromverbindung? Uhr, da ist doch keine Uhr. Da ist eine Sanduhr, ist da. Die braucht keinen Strom. Hier läuft alles per Sanduhr. Das machen wir wie früher. Bauwasser. Bushaltestelle Bauwasser. Siehst du mal. Ja, für E-Busse. Ja, recht. Genau. 1960, 61 schon für E-Busse. Die sind eine Stromverbindung. Genau. Warum hat die eine Stromverbindung? Frag mich mal. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist mir gerade auch so ein bisschen rätselhaft. So, was haben wir sonst noch? Das läuft, ne? Da kommen sie bald hin. Was ist denn hier los? Wieso seid ihr nicht hier am Bauen? Weil das nicht fertig ist. Ich halte das im Kopf nicht aus. Ach, was ist mit den Profis hier, ne? Das ist auch nicht fertig. Wie ist das hier drüben? Das sieht doch gar nicht mal schlecht aus. Da kann er nur schlecht werden. Und nichts anderes. Ja, wir sollten den echt mal wissen. Ich weiß nicht, ob wir den dann an die Arme greifen dürfen. Für den Ticketautomat, den es noch nicht gibt. Genau, Danny. Das ist genau, das ist richtig. Das sind für diese Touchpad-Automaten, die schon mal, ne, vorgeplant sind. Da sind die Kabel liegen schon mal da. Aber die werden dann erst so in 40 Jahren gebaut, sowas ungefähr. Ja, die müssen erstmal erfunden werden. Aber das Kabel ist schon mal da. Weißt du, Vorausplanung ist ja alles, ne? Weil, weißt ja selber, ne? Wenn das später mal nicht ist, dann ganz schlecht. So, Hü-Hot. Jungs, 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 ihr müsst echt, also das mit eurem hier arbeiten, das ist noch ein bisschen, das hängt noch so ein bisschen in die Seile, muss ich ganz ehrlich mal sagen, ne? Also das, wir hätten das schon echt besser, wesentlich. Hier oben sind sie am Rackern wie die Großen, ne? Hier könnten sie mal echt mal was erledigen. Wie weit ist das hier oben denn? Ist das fertig? Nein, tatsächlich immer noch nicht fertig. Du glaubst es ja nicht. Ich hätte mich schon fast gefreut. Was kostet denn so eine wunderschöne Seilbahn? Wo ja, die Seilbahn. Was kostet denn so ein Spaß? Seilbahn klein, 250 Leute. Die kleine langt ja, ne? Eine kleine seilige Bahn. Die man hier drüben so hinstellt. Ja? Und dass sie denn da oben hinfährt, da braucht der Bus da nicht ganz hoch eiern. Dann schmeißt er hier raus. Wäre das praktisch oder wäre das praktisch? Ich würde sagen, das wäre praktisch, ne? Komm, wir gönnen uns den Spaß mal. Komm. Ach komm, los. Mach mal. Dahin und hier oben, ne? Hier oben ist dann die andere Seite. Sozusagen die Empfangs... Das ist das Empfangshütchen. Ach, das ist ja wieder mal... Lauft ja auch zur Arbeit. 170 Meter Ganze. Na gut. Dahin. Guck mal. Jetzt brauchen wir große, ne? Große Türmchen. So, mach mal auf, so rum, ne? Heb das einmal in die Luft hier. So, wir müssen ziemlich weit rauf, ne? Dahin. Wie weit kriegen wir das denn hier so hin? Kabellänge ist zu tief. Verbindung ist zu scharf. Was ist... Sag mal, was denn? Da kommen wir hin. Da kriegen wir, Straße kriegen wir hier rausgedreht. Lass mal, wenn wir jetzt ein bisschen drehen. Das geht noch? Hast du ein Kabel dran oder nicht? Wie, da ist kein Kabel dran. Scheint nicht so. Da muss irgendwie ein Kabel hängen. Irgendwas muss da sein. Ja, ich würde sagen, ne?
So. Jetzt weiß ich nicht, was der Spaß kosten wird. Die Berechnung ist richtig bestimmt ordentlich was. Ich habe so das Gefühl. So, da oben Strom ist ja sowieso da. Ist sowieso da, ne? Also dann können wir hier ein bisschen mit Seilbahn. Die seilige Bahn. So, haut rein, Jungs. Hier fehlt auch noch ein bisschen Grünzeug, ne? Aber das machen wir später. Später. Erstmal müssen die Leute erstmal hier in die verwohnten Hütten einziehen, wo noch keiner gewohnt hat. Die werden dann gleich, bevor die einziehen, wird das mal saniert. Weil die Jahre dann schon mal durch sind. Ach, wir sollten das nicht negativ sehen. Das ist alles gut. Wir sollten positiv, denke mal positiv. Was ist denn jetzt hier los? Hier ist ja auch schon wieder nichts los, ne? Wupp. So. Was ist das hier hinten? Wasseranschluss ist da. Strom hat er auch. Siehst du, Strom ist schon mal ganz, ne? Ja, hier ist er schon mal. Guck mal, eine andere. So, hier unten fehlt noch eine ganze Ecke. Also einziehen können wir noch keinen. Aber hier ist ja noch nichts. Wir brauchen erstmal hier. Unsere Stadt muss erstmal versorgt werden hier. Die Versorgung. Ja, ich muss ja auch einen Platz finden, ne? Hier wollte ich ja. Aber andersrum, das kann man auch schön weit rausziehen, ne? Das können wir auch hier hinten hinziehen. Die coole Geschichte für unsere. Steine und. Also für Ziegelsteine und so Krams, ne? Oder da muss auch sowieso ein Bus, eine Bahnverbindung ran. Irgendwie was. Komm, wir bauen die mal hier vorne hin. Parteibüros, die richtig fetten. 12. 5, 5, 12. Die hier. Die brauchen wir. Wie sieht denn das hier aus? So, ne? Wenn wir da zwei Stück von bauen. Zwei Stück daneben. Möglichst so gerade, dass es so gerade, dass das schief ist. Da kannst du machen, was du willst, glaube ich, ne? Ist egal. Du kannst machen, was du willst, das passt immer nicht. Oh, so, ne? Das ist doch nicht zu fassen, ist das doch nicht. Dann wirst du die gerade nebeneinander kriegen, dann kriegst du das nicht. Mal. Ja. So, nicht mit uns, pass mal auf. Dann machen wir hier mal, pass mal auf, so. So. Nein, das war verkehrt, den hier, ne? Raste mal ein hier. So, ne? Pass mal auf, so läuft das, so läuft das, so läuft das. Dahin und einmal hier. Bob. So ist gerade. So ist gerade. Keipel, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du reinschaust. Moin, moin. Siehst du, wo haben wir? Haben wir. Jetzt wollen wir ein bisschen Straße daran fummeln. Am besten von hier aus. Ne? So. Jetzt möchte ich aber auch nicht so gerne. Doch, wir können eigentlich hier rum, ne? Wir gehen da mal ran. So. Das bauen wir auch gleich, das ist fertig. Könnt ihr die Hütten bauen, ne? Die Verteilbüros sozusagen. Die brauchen wir ja für, dass wir hier schon mal das Zeug reinkriegen hier, ne? Sag mal, Na, sag schnell. Das Korn. Schrot und Korn muss da schon mal rein. Das wäre ganz cool, wir bräuchten irgendwie. Irgendwie bräuchten wir auch langsam mal ein bisschen Lebensmittel und so Krams, ne? Alkohol und den ganzen Kram, der muss auch irgendwie mal hier ran operiert werden. Das brauchen wir auch noch. Ich glaube nicht, dass hier genug Platz ist im Lager. Apropos Lager, wo ist denn das? Was ist das hier, ne? Mach das mal weg da, das stört gerade ein bisschen. Lagerhaus, das ist dieses hier, ne? 1280 Tonnen Pflanzen. Da soll Stoff und Kleidung gelagert werden. Da könnten wir doch theoretisch. Nein, ich weiß nicht, ob das geht. Da noch Alkohol und Essen produzieren? Nee, ich glaube nicht, ne? Ich glaube ja nicht. Man könnte es ja auf dieser Seite machen. Mal da, hier drüben hast du Stoff, ne? Und hier drüben hast du Lebensmittel. Über Lebensmittel.
Und dann willst du gerne da auch noch ran und das wegholen, ne? Mit der Bahn irgendwann mal. Wie viele Anschlüsse haben wir denn da? Ja, wir haben Anschlüsse haben wir da. Also das ist nicht das. Das würde gehen. Was haben wir denn hier? Pass mal auf. Lebensmittel, Essen, Nahrungsmittelfabrik. Guck mal einen an. Die würde auch noch da rangehen. Aber da bräuchten wir wieder eine Haltestelle mehr, ne? Bloß die Frage, ob wir uns da nicht übernehmen. Ob wir uns da nicht übernehmen mit. Würden wir mal denken, wir machen es mal so. Die Brennerei, ne? Die braucht eh nicht viel Platz. Ne, die brennt auf einem kleinen Raum. So. Wieso ist die eigentlich schief? Guck mal, die würde da wunderbar hinpassen. So, mittendrin läuft der Strom durch, das passt ja auch. Dann haben wir das mit dran. Und dann könnte man theoretisch, wenn man mal möchte, dass man so möchte, ne, einen Frachtbahnhof dazwischen ballern. Was haben wir denn da? Einen ganz normalen Standard. Standard-Frachtbahnhof. Den könnte man, wenn der Strom nicht wäre, dahin bauen. Aber ich meine, irgendwas ist immer, ne? Irgendwie ist irgendwas immer. Hm. Da kommen wir nicht dichter ran. So wie ich mich kenne, ist das auf jeden Fall zu kurz. Da kommen. Warte mal, was ist denn hier drüben? Ach, das gleiche. Strom ist Strom, ne? Was ist denn hier im Weg? Ich kenne mich. Ich bin da mal so frei und reiß die Leitung weg und mach dann unterirdische Leitung hin. Fertig. Fertig ist der Löwe. Warte mal. Vergiss es. Bau weg das Scheiß. Ach nee, bitte. Das muss ich auch noch. Ach du Himmel, da müssen wir bezahlen für. Ach, die waren ja schon angefangen, die Jungs. Ach du großer Gott. Na gut. So, pass mal auf. Nehmen wir hier und dann nehmen wir mal die Untergabelleitung hier, die Größe. Mach mal hin hier und mal daran. So. Ja, ne? Ich würde sagen. Komm, das machen wir gleich fertig. Das ist durch. Brauchen wir mit dem Thema da gar nicht weiter zu orgeln, dann passt das. So, dann wird das funktionieren hier. Die Entfernung ist aber noch wahnsinnig, ne? Sonst könnte man die nämlich auch noch mitnehmen. Für die beiden hier. Wie fahren wir denn da? Wo ist mein Maßband? Mein Maßband. 259 direkter Weg. Naja, wir buddeln dann halt einen Tunnel, ne? Das könnten wir nicht viel machen, hier noch einen Tunnel reinballern. Die Frage ist nur, ob das nicht langsam zu viel wird. Für dieses kleine Städtchen, was wir hier haben. Ich fürchte fast. Machen wir hier noch einen Bahnhof hin, pass mal auf, wo war der jetzt hier? Bahnhof, Frachtbahnhof, ne? Der hier. Guck mal, der passt da wunderbar dazwischen. Der Frachtbahnhof. So, den lassen wir da auch mal schnell. Hier wird ja eh nichts gebaut. Das lassen wir nochmal so offen. Dann haben wir das aber trotzdem mit drin. Würde ich sagen, ne? Was ist denn hier los? Ist hier noch tote Hose oder was? Die sind ja auch am Schuften wie die Großen, ne? Also man... Mehr geht ja einfach nicht, ne? So, warte mal, das haben wir. Dann haben wir hier die Lebensmittel drin. Die wir irgendwann mal produzieren. Ob das denn zu viel wird, müssen wir mal schauen. Wir bräuchten ja erstmal irgendwie eine Stadtversorgung. Das wäre ganz, ganz lustig. Eine Stadtversorgung wäre ganz nett. Und die müsste eigentlich auch ein bisschen dichter an der Stadt ran, ne? Die Stadtversorgung. Was haben wir denn hier? Was machen wir? Straße? Kriegen wir hier noch eine Straße raus? Ich will hier noch gerne eine Straße rausfummeln irgendwie. Die ziehen wir mal hier raus.
Die bauen wir gleich mit. Und dann machen wir mal ein kleines Lagerchen hin. Lagerchen. Oh, was haben wir denn hier? Das ist doch schon mal nicht schlecht. Vielleicht ein bisschen groß, ne? 282, was ist denn noch hier? Warte mal. Was ist das hier? Sowas reicht. Ne? Sowas reicht doch. Sowas kleines, feines hier. Das langt. Lager Stadtversorgung. Dass hier die Lebensmittel reinkommen. Ne, die Lebensmittel, der ganze Kram, das, was man hier so braucht, dass das da hingefahren wird und hier, das wird in der Stadt verteilt. Dann haben wir das schon mal drin. Würde ich fast sagen. Das machen wir so. So, aber die Folge ist wieder durch. Meine Güte, das rennt wie die Hölle. Und dann sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich krieg's fast gar nicht mehr aufs Bild drauf.